Ja, hallo, Gabi hier nochmal. Gabi, meine Liebe. Aha. Ihre Lösung jetzt aber. Okay, jetzt zum 15. Mal Gotteshaus. Schade. Schade, leider nicht dabei, tut mir leid. Okay, das lösen wir nachher auf gleich. Lösen wir gleich auf und wir spielen jetzt ein neues Spiel und zwar verdrehte Berufe. Ja. Augen auf bei der Berufswahl, hier kommt der Tat. Das ist aber auch hier, ne? Also, wir lösen das schnell auf und wir machen eine kleine Party, meine Damen und Herren. Stehen Sie alle mal mit mir auf. Wir machen nämlich jetzt noch ein bisschen hier, ne? Gute Laune. Nachts um 4. Ich löse mal ganz schnell noch auf. Also, wir hatten gesucht, ich muss sagen, es ging ja auch insgesamt um knapp 35.000 Euro, sowas in der Art. Wir hätten noch gesucht, das Ofenhaus. Haben wir aber schon schwierigere gehört. Ofenhaus. Dann hätten wir gesucht, das Wehrzollhaus. Dann hätten wir gesucht, das Schwerpunktkrankenhaus. Wir hatten Spezialfachkrankenhaus oder irgendwie sowas, gell? Dann hatten wir gesucht, das Jugendgästehaus. Ah, Gästehaus habe ich so oft gehört. Jugendhaus auch, aber Jugendgästehaus hätte halt. Ah, schade. Dann hätten wir gesucht, das Abgeordnetenhochhaus. Mm. Abgeordnetenhaus haben wir gehört, Hochhaus haben wir gehört, aber das Abgeordnetenhochhaus hat halt nun mal gefehlt. Mm. Ich lasse mir die Dinger nicht einfallen, ja? Ich lasse mal. Und dann haben wir noch gesucht, das Kavalierhaus. Was ist eigentlich das Kavalierhaus? Ui, unterklingelt's. Jetzt wird's spannend. Hallo, hier spricht Sandra Arabien. Wer ist denn dort am Telefon? Hier ist die Helga, hallo. Helga, hallöchen. Ihre Lösung bitte. Der Wirt. Helga! 100 Euro auf ja, die Schnelle geworden. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Helga, darf ich Sie mal eines fragen? Warum sind Sie um diese Uhrzeit eigentlich nur wach? Ach, ich habe mir den Rest noch von Ihrem Spiel angeguckt. Ich wollte sehen, was für Häuser da rauskommen. Es waren schon aber einige dabei, die eigentlich zu lösen wären. Nee, da kann man nicht drauf kommen. Also es waren aber schwierigere dabei, die ich gehört hatte. Es ist so zusammengesetzt, die Wörter, da kann man Helga, bleiben Sie dran, nicht auflegen. Ich muss sagen, tschüss, okay, bis Mittwoch.